Was geht ab, meine Seefighter Hoser hier? Und ihr habt es euch gewünscht. Vielen Dank für euer Feedback. Wir machen ein paar Zeit zum Reaction-Video von unserem Boy MC0 zu den Best of Pokémon 2018. MC0, natürlich lieben Dank, mein Freund. Natürlich auch danke an euer Feedback. Und ich werde die ganzen Links in der Beschreibung setzen, Freunde. Checkt den Boy auf jeden Fall ab. Und ihr habt es gewollt. Deswegen machen wir einfach mal weiter. Let's go. Gucken wir uns mal an, wie das Ganze jetzt läuft. Aber Moment, ich höre jetzt kaum was. Jetzt. Hier haben wir, glaube ich, aufgehört letztes Mal. Die andere Sache, die ich aber im Kopf habe, die stimmt. Mit Porygon. Es gab nämlich eine Folge mit Porygon, die wurde außerhalb. Du kleine Ratte, der will die Schädelmasten von Dragosso verkaufen. Hier hat gleich eine Rückhandschelle, Mann. Hey, nicht so aggressiv. Oh, ja, ja. Alola liegt da. Jetzt bekommen wir Alola von Digda. Ah, ich hatte leider keinen Digda. Der hat einfach eine Friese. Aber Digda ist übel witzig. Alola von. Was? Wasted. Konnte. GG. Aber mittlerweile ist er eine versteckte, eine Geheimfähigkeit, die Pikachu wahrscheinlich erlernt. Ja, Mann. Nein. Doch. Habt ihr gesehen, wie Sand dann hinterherkommt? Schaut sich an. Was macht Sand dann da? Let's go, Beyblade! Let it rip! Warum eskaliert Baby das so? Beyblade, übertrieben geil auf jeden Fall. Damals ist es natürlich, ne? Vor allem, warum rollt es seitlich einfach? Warum? Ganz ehrlich, ich verstehe es bis heute nicht. Warum? Wie sieht denn das aus? Lauf doch normal, guck mal. Sandan! Wie das aussieht. Süß. Ey, was ist hier los? Der rennt mit mir, viel schön. Komm, willst du mitmachen? Willst du mitmachen? Ja, komm, setz mich hin. Geht nicht. Und zwar, heute hört zu Akazu. Es geht darum, wir brauchen Step-Ups. Und Step-Ups kamen. Gokan. Und Step-Ups kamen zum Neujahr. Vegeta, Goku Black und drei von Goku im Step-Up. Ah, zu der Zeit war das geil. Step-Up. Wo sind die Step-Up für Dokkan? Jetzt sind sie gekommen, tatsächlich. Also wirklich. Oh, was hast du denn da? Genau, siehst du jetzt? Bam, schaut mal her. Was ist jetzt? Hä? Ach so, ja, wie groß, wie groß. Warum ist es so groß? Apollo, Alter. Was ist das, wie groß? Hey, ich will Apollo. Wo ist Apollo? Apollo. Dieses kam auch von Apollo, Freunde, mehr oder weniger. True story. Oh. Ah, diese Szene, Mann. So traurig. Geheule nachts, ist auch noch nachts gerade. Oh nein, was ist das für eine Szene, bitte. Oh mein, ey, bitte, Dragosso. No. Ich hab wieder Gänsehaut, Mann, wie traurig, ohne Spaß. Schaut euch das an. Nein. Die haben das so gut dargestellt, ganz ehrlich, die haben es richtig gut dargestellt. Nein. Guck mal, ah. Oh. Das große Gespenst war die rastlose Seele der Mutter des kleinen Dragosso. Genau deswegen wollte ich Dragosso ums Verrecken wieder helfen. Wieder retten und helfen. Shit, ohne Spaß. Die Seele hat endlich Frieden gefunden. Sie ist ins Jenseits verschwunden. Entschwunden. Dragosso. Du bist also hergekommen, weil du deine Mutter sehen wolltest. Tut mir leid, dass ich mich vor deiner Mutter gegrüßt habe. Ah, ganz. Oh, lol. Jetzt. Bisschen einstimmen? Mama! Wenn ich mir sowas ansehe, dann denke ich mir auch, ADF bitte. Oh, wie gut. Heute noch was? BD? Nicht schlecht. Easy. Auch schön, Junge. Relax ist aufgewacht. Komm, Sandan, ein Eisenschweif. Let's go, musst du jetzt treffen. Und Alter. Es sei denn, es gab, glaube ich, irgendeinen Trick, wo man dann trotzdem ein Fahrrad bekommen hat, von den ausgeliehen. Ob so oder so, wir brauchen ein Fahrrad. Ihr merkt schon, ich habe auf jeden Fall schon meine Fahrradjacke an. Wir brauchen noch auf jeden Fall einen Helm. Safety first, Freunde, auf dem Fahrrad. Es ging um Fahrradweg damals. Macht ihr auf jeden Fall keinen Spaß und zieht euer Helm auf. Normalerweise kommen wir zum Fahrradweg und man hat auf jeden Fall
ein Fahrrad gebraucht. Fahrradpflicht. Fahrradpflicht, Freunde. Helm. Den Helm immer ins Fahrrad fahren. By the way, mein Rollerhelm damals gewesen. Fahrradweg. Richtig witzig. Ja. Nichts auf Fahrrad. Idee. Fahrrad? Mein junger Mann, hier herrschte Fahrradpflicht. Fahrradpflicht war hier damals. In den 90ern war hier Fahrradpflicht. Was soll denn der Käse? Okay. So viel dazu. Das kann's ja nicht sein. Bist du bereit, mein Freund? Oh, Schillock. Oh. Ah! Oha, was ist das für ein Geschrei? Evoli, aber ich hab so... Das ist so geil, wenn die auftauchen. Das ist, man erwartet es einfach nicht. Das ist so geil. Das war richtig geil an Pokémon. Let's go, Pikachu und Evoli. Aber das Song, falsche Edition, aber komm, dein Pokémon. Korrekt, also hier fährt man dann... Was ist das für eine Route? Route 16? Ich weiß gar nicht mehr. Geil! Nice. Das freut mich jetzt. Was geht hier? In die Lohn hat großes Potenzial. Hier ist der Tempel genau richtig für dich. Du hältst Feuerschlag. 31. Feuerschlag. Oh, Junge. Aha. Dankeschön. Was? The Legend of... Schlurp. Oh je, yeah, Eskalation. Eskalation. Oh mein Gott, Schlurp. Aber Schlurp ist halt legit The Legend of... Was? Blablabla. Guck mal. Schlurp. Der führt den Beat. Oh mein Gott, wie konnte ich Schlurp vergessen? Komm, wie ey, bitte, wie sieht Schlurp aus? Wie kam man darauf? Was? Wer kam darauf, Schlurp zu gestalten? Ich meine, wie kam man darauf? Schlurp. Wer musste einfach damals Schlurp, auch The Legend of Schlurp, gefühlt haben? Schlurp, Freunde. Ja, gute Frage, was? Lol. Den will ich aber auch nehmen. Komm, schnell, Team Rocket Line. Kikli. Jetzt so nicht gierig werden. Ja, drop die Stones, mein Freund. Was steht hier dran? Wie die Saat, so die Ernte. Genau. Okay. Wie der Stone, so der Multisummon. GS. Wie der Stone, so der GS. Also oh my god, you're popping off. Naja. Und Giovanni, was sagst du? Mal jetzt wieder. Ah, wie konntest du verlieren? Bla bla, hier, her mit den Stones, Junge. Nein, umfassend, wir kein Anreich, ich werde unsere Übernahmepläne aufgeben fürs Erste. Aber Tirok bleibt stehen. Ja. Wenn ich ziemlich zurück, mein Zeit, wirst du schon sehen. Aber bitte, das ist die Tür, geh raus, dankeschön, ciao. Und Präsident, krieg ich jetzt den Meisterball? Ja, dankeschön, ich hab euch gerettet, krieg ich den Meisterball, Lady. Sandama, na, nicht einen, sondern gleichzeitig hinterher. Ich hoffe, du bringst jetzt. Alter, wie geil! Also Freestyle. Was? Warum bin ich sonst hier? Freestyle, Saru. Echt jetzt? So manche Szenen habe ich auch nicht mehr ganz im Kopf. Weiß ich mal, wenn man es dann wieder sieht, ist es umso geiler. 3 Säckchen Sternstaub, genau das verkaufen. Oh je, was ging da ab? Wieso war ich so kaputt? Da ist schon irgendwas passiert davor. Wir brauchen jeden Stone, Freunde, wir brauchen jeden Stone. Na. Guck mal, was ist mit dem? Der läuft gegen die Wand sogar, der rennt gegen die Wand. Oh mein Gott. Da steht an dieser Glasbett, er sieht sehr stabil aus, aber wenn... Hier war Mewtwo. Stimme ist weg. Film war es natürlich anders, da war es auf einer Insel, legit. Aber ich glaube nicht, dass die Zinnobinsel war. Mewtwo, der Film kann ich jedem empfehlen. Wirklich jedem. Mit der Sequenz, die fehlt, ne? Mit den 10 Minuten von Mewtwos Herkunft, was quasi nicht gezeigt wurde im Westen. Weil Kinder daran. Kinder daran. Es verstörend für Kinder sein könnte. Aber das kann man auch verstehen, wenn man es anguckt. Wenn Origin of Mewtwo. Bewegt, dann heul ich. Googelt das mal. The Origin of Mewtwo. Das sind die 10 Minuten, die rausgekattet wurden. Das war der Horror hier auf der Insel. Seeschauminsel. Oh. Einfach Lamus. Oh. Was? Rizeros!
Das ist das was? Geile an Let's Go Pikachu und Evoli. Das ist richtig geil. Die spawnen da einfach auf. Jetzt überlegt man, was in Zukunft alles bringen können. Vor allem in dem Ableger dieses Jahr, was quasi ein Main-Core-Spiel wird, ein Hauptspiel, was weitergeht. Warum? Meine neuen Generation, Generation 8. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Hä? Und letztens wurde gesagt, ich hab's nicht ganz im Kopf, Freunde, ihr könnt mich gerne das Bessere belehren. Aber irgendwo habe ich ganz kurz mal gelesen können, dass sie quasi das nächste Pokémon-Spiel, oh je, mit Breath of the Wild verglichen haben. Ob es von der Welt her war, von der Grafik oder tralala, ich weiß wie gesagt nicht, aber es gab da einen Vergleich. Ja, ohne Spaß, es ging so lang. Es ging so lang mit Lava und Boss. Oh, unglaublich, echt. Unglaublich, ey, wie lang das ging. Krass, krass, krass. Keiner weiß, ey. Aber das für die Aktion packe ich dich nicht mal aus dem Pokéball. Raus mit dir, auch Spaß. Du verdient einfach in der Pokémon-Box zu verstauben für diese Aktion. Ja, legit. War schön mit dir. Was sagst du, Pikachu? Hat lang gedauert, oder? Aber zu lang gedauert, Pikachu. Das musste nicht sein. Das war die Hölle. Oh je, jetzt die ganze Zeit A drücken, statt einfach dagegen zu laufen. Ja, ganz ehrlich, ja. Ich musste die ganze Zeit A drücken. Warum haben wir das so gemacht? Einmal stärker einsetzen und gut ist, dagegen laufen. Boah, das hat echt lang gedauert. Boah, ich kann von dem Einschlafen von den Tönen. Bide, ciao. Bide, danke. Danke. Boah, legit auch gerade nachts könnte ich von dem Rhythmus einpennen, ey. Ciao. Halleluja. Ich glaube, wir sind kurz. Oh. Garados, rest in peace, Carpador an der Stelle. Der ist immer noch in der Pension. Oh je, der Arme. Der hat ein schönes Leben, du. Kaputt abgeben. Lass das Kaputt abgeben. Ups. Dein Team ist hinzufügen. Schlag mal kurz raus und dann gehen wir Kaputt durch. Oh mein Gott, rest in peace, Kaputt. Ja, Kaputt einmal annehmen, bitte. Genau, Kaputt war schön. Der liegt da immer noch. Irgendwann, wenn ich dich nicht vergessen habe, Kaputt, komme ich wieder zu. Okay, das sieht schon traurig aus. Oh mein Gott. Carpador, irgendwann sehen wir uns, ich weiß es! Irgendwann, Carpador! Halt es doch aus! Keiner weiß. Pika Pikachu! Carpador einfach legit gekauft von dem irgendeinen Abzieher, von dem, der uns abgezogen hat, direkt in die Pension gegeben. Und dort gelassen. Das war schon ein frecher Move, um ehrlich zu sein. Ich hab sofort. Ach, ich bekomm Gänsehaut. Denn bevor ich dich zum Titel gratulieren kann, warte noch ein letzter auf dich. Und zwar. Ich dachte gerade legit. Was? Weil damals war im Programmcode, dass man. Oh, mein lieber Scholli. Herzlich willkommen zu deinem Sieg über 7. Guck mal, guck das erstmal. Guckt es euch erstmal an. Ha, perfekt sein Professor Oso. Dein letzter Gegner im Kampf ohne Titel des Chefs ist. Was? Was? Oh! Wisst ihr, warum das so krank war? Also, warum ich so schockiert war? Weil damals. Also, stopp. Vielleicht sag ich damals, das. Damals, als ich zum allerersten Mal die Top 4 besiegt habe, dachte ich, ich wäre fertig. Und hat er noch gesagt, warte, da ist noch einer. Dann war es im Endeffekt noch jemand, aber es war nicht Professor Eich. Aber da hat man sich immer gewünscht, dass Professor Eich mal der Champ ist, weil er früher auch ein Trainer war. Nicht deswegen nur, dachte ich, nicht nur gewünscht, erst, aber die so war es auch damals im Programmcode eigentlich programmiert, aber man hat es nicht gemacht also, dann im Endeffekt. Genau, euer Rival ist nämlich der Gegner. Das war richtig geil. Deswegen, die haben uns richtig gut gebaitet. Oh. Oh! Was? Eine Mewtwo-Verfilmung kommt heraus, ne? Also, Mewtwo Strikes Back. Nach Detective Pikachu. Sein alter Mewtwo. Mewtwo's lieblingslegendäres Pokémon. Ohne Wenn und Aber. Schaut euch den Film an. Legit, wenn ihr den ersten nicht gesehen habt, schaut euch den Film an. Und vor allem die Szene, die rausgeschnitten wurde. Es hat mein ganzes Leben gekommen. Nachdem ich den Film von Mewtwo gesehen habe, der Film war geil damals. Ich habe ihn richtig oft gesehen. Wirklich oft. Aber da hat immer ein Stück gefehlt nach dem Film. Ein Puzzlestück hat gefehlt. Und Jahre später habe ich herausgefunden, dass 10 Minuten im Westen herausgeschnitten wurden. Und diese 10 Minuten war quasi das letzte Stück, nicht nur zu dem Film, sondern zu allem. Danach habe ich alles verstanden. Wirklich alles habe ich danach verstanden. Ohne Spaß. Wirklich alles.
Google einfach mal Mewtwo's Origin. Das sind die 10 Minuten, die fehlen. Wäre natürlich gut, wenn ihr es im ganzen Stück sehen könnt. Den ganzen Film und diese 10 Minuten. Mewtwo war krank. Das war richtig... Ah, Mewtwo. Boah. Der hat jeden rausgenommen. Jeden einfach. Jeden. Ohne wenn. Ohne zu zögern. Was? Was ist hier passiert? Das heißt zu questen. Wir verlieren. Die Zeit läuft ab. Wir haben verloren. Was? GG. Rest in peace, Mewtwo. Wir haben sogar verloren dann noch. Was passiert? Ah, nee, ich hab noch. Schaut her. Ah. Mewtwo ist verschwunden. Junge, das glaubst du doch selbst nicht, dass Mewtwo verschwunden ist. The Legend of Speichern, bevor man einen Legendären trifft. Einfach resetten. Von automatisch speichern. Einfach resetten. Aber ganz ehrlich jetzt. Das ist schon eine Demütigung, da bin ich ehrlich zu euch. Das ist mir noch nie passiert in meiner Leben. Das habe ich noch nie erlebt. Aber da merkt ihr schon. By the way, Rollkragen Flavor Inception. Gut verstärkt, du. Rollkragen Inception. Also bei allem Respekt, bei allem Respekt. Jetzt. Schaut her. Kann man eine Beere gegen seinen Kopf werfen? Oder? Jetzt auch nicht. Doch, tatsächlich. It is a one shot. A one shot and one catch. It is the legend of how Ozaru catched Mewtwo. Was? Exactly. Exactly, yeah, that happened. Nachdem wir so Schwierigkeiten hatten, yeah, haben wir ihn sofort mit dem ersten Ball gefangen. Yes, that happened. Das ist Mewtwo. Mewtwo und Mew weisen sehr ähnliche Gene auf, doch hinsichtlich ihres Charakters und ihrer Größe unterscheiden sich die beiden erheblich. Ach ja. Geil, Mewtwo. Tatsächlich! Oh. Freunde, das ist grün. Das ist quasi die Linksrivalen. Es gibt ja rot, blau, grün. Also Manga rot, Gary blau quasi und grün. Ja, sie war grün. Miau. Mit Toto gerade, sie wäre mich alles täuscht. Boing. Du wurdest von einem Pokémon getroffen, lol. Was macht die, ganz ehrlich? Ich fang hoch, na sowas, du bist ein Mensch. Idee. Sorry, hier drin ist so dunkel, dass ich glatt mit einem Pokémon verwechselt hab. Was? Gruselig geschaut. Hallo, ich bin grün. Das schaut echt gruselig. Sag mal, du suchst dir nicht zufällig nach etwas ganz zu schippen, oder? Doch. Genau, ich rede vom Mewtwo, ich hab's gefangen. Mist, du weißt also. One Shot, Mr. One Shot, da werden sie. Dabei wollte ich es doch fangen. Da steigt das Interesse der Damen, sag ich mal. Oh mein Gott, die sollte aber richtig stark sein jetzt. Die sollte jetzt richtig stark sein. Was hat die für ein Level, Pokémon? Lol, was? Was für Level haben ihre Pokémon? Einfach selben Move gemacht. 66, okay, die ist tatsächlich stark. Okay, nicht schlecht. Und ja, sie ist mega Totoratze sogar, das war geil. Pikachu. Ja, so viel dazu. Hey, was soll das denn? Ja, auf ein Ohr 19.000 Crystals. Du bist ganz schön stark. Tja, dann hat sich die Sache wohl erledigt, hier kannst du haben. Los. Oh! Was? Bitte? Ich hab's. Wie wär's, wenn du zusammen mit mir zu einem meiner Pokémon wirst? What if? Was denkt die sich? The Dreams. Die hat Dreams, du. Was macht die? Mele, komm. Was machst du? Die hört nicht auf, ey. Keiner weiß, ohne Spaß. Denk mal noch irgendein Angebot nach. Was macht die, Alter? Alter, sind ja auch Megascheine drin. Mewtwo sieht so geil aus. Lol. Freunde, wie gesagt, vielen lieben Dank fürs Einschalten, für die ganzen Let's Plays. Mehr oder weniger ist es eigentlich, sind wir von den Let's Play technisch her am Ende angelangt. Wir haben jetzt wahrscheinlich noch nicht alles gemacht. Wir haben noch was zu tun. Rot müssen wir besiegen, Blau müssen wir besiegen.
Pokédex-Vervollständigung etc. Davon, dass wir uns nicht mehr sehen mit Pokémon-Content oder wir kamen zwar nicht dazu, weil ich das Smash-Let's Play gemacht habe, da habe ich aber auch fertig. Nach und nach finde ich jetzt Zeit dafür. Ich habe ein, zwei Sachen noch im Kopf, Freunde, die ich auf jeden Fall machen will mit Pokémon. Genau, da könnt ihr immer abchecken, jede Woche, jeden Montag wird das aktualisiert, wann wo ich hier online gehe. Ich versuche mich dran zu halten auf jeden Fall. Jetzt habe ich es auch quasi wegen dem Smash-Let's Play, dadurch ist jetzt auch Zeit dafür, sag ich mal. Über die Let's Play-Schiene gehen, mehr oder weniger. Damit wir uns einfach ein bisschen weiterentwickeln. Nächstes Let's Play auf dem Channel ist auf jeden Fall Smash. Geplant, die Story zu Smash und dann auch geil, wird es auch ähnlich funktionieren oder fungieren wie Pokémon. Sobald die Story Let's Play technisch durch ist, kommt auch auf jeden Fall Streams. Dann werden auch quasi weitere, sag ich mal, einfach Videos auf meinem Channel folgen. Dementsprechend bedanke ich mich, wie gesagt, für euren ganzen Support. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und Freunde, wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Freunde, wie gesagt, vielen lieben Dank fürs Einschalten. MC No, vielen lieben Dank für die Erstellung. Checkt den Ball auf jeden Fall aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns nächstes Mal. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be alright.